Arion, das konntest du nicht wissen. Das kann jetzt auch drauf sein. Ja, dann lösch nochmal. Wir löschen überhaupt nichts. Wir setzen alles, was in uns auftaucht, setzen wir zusammen. Also fangen wir mal nochmal von vorne an, wie wichtig es ist, dass man sehr aufmerksam im Hier und Jetzt ist. Wenn ich immer sage, Cut, das ist der größte Schlüssel in die Freiheit, den es überhaupt gibt, wenn du dir bewusst machst, was ist jetzt eigentlich da. Und jeder dieser Sätze, den ich versuche dir klarzulegen, ist unheimlich wichtig für deine geistige Freiheit. Ich erkläre es nur dem Geist, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Und dieser Geist ist nicht irgendein Brockenhosenaffe, der jetzt vom Computer sitzt. Jetzt kommt der Folger dazu. Den müssen wir natürlich jetzt dazu nehmen, weil wir wollen ja über sein Werk reden. Morgen. Hast du Zeit, Folger? Immer. Wo kommst du eigentlich her? Aus Albersdorf. Nein, falsche Antwort. Reingefallen. Du kommst aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Und du gehst in das Alles. Ich wollte eigentlich ganz kurz auf deine letzten Schreiben eingehen, über die Primzahlen. Mhm. Und darum habe ich dich dazu geschalten. Und jetzt ist natürlich immer wieder, wenn man diese Worte hört, und das ist jetzt das Wesentliche an Holo-Feeling, wenn hier schon einer abschaltet, weil er sagt, was ist das für ein Blödsinn? Einer, das ist eigentlich der Erste. Das ist diese Eigenart in der Fahrersprache, dass wir von dem reden, was hundertprozentig sicher ist. Und du solltest ganz bewusst einfache Sätze immer parat haben im Hintergrund, egal was in dir auftaucht. Das heißt, wenn du mit irgendeiner Internetseite oder einer Buchseite konfrontiert wirst, auf der irgendetwas behauptet wird, ich zeige dir 1000 Seiten zum selben Thema, wo es genaue Gegenteil oder was ganz was anderes behauptet wird. Die Frage, welche Seite richtig ist, stellt sich nicht für einen bewussten Geist. Für einen bewussten Geist gibt es keinen Unterschied zwischen richtig und verkehrt. Für den gibt es nur, was jetzt da ist. Und das, was jetzt da ist, ist eben einfach bloß da. Ganz einfach. Schau einfach, was da ist. Und dann wirst du feststellen, dass das, was da ist, sich ständig verändert. Und du hast keinen Einfluss drauf. Das ist jetzt aber eine einseitige Aussage. Selbstverständlich hast du einen Einfluss drauf, aber ohne, dass du deinen momentanen Einfluss in irgendeiner Form bewusst steuern könntest, weil du steuerst dich mit dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Das ist jetzt jede Aussage ist sehr, sehr tief. Das ist unser ewiges Spiel zwischen Reaktion, Aktion, Reaktion, Aktion, Reaktion. Du kannst es beobachten. Und ich zeige dir jetzt, wie wichtig das ist, wenn ich jetzt hier, da bringe ich Beispiele, ich hoffe, mir ufer nicht zu tief aus, wie wichtig das Verständnis der Sprache ist. In dem Moment, in dem Augenblick, wo in dir irgendein Wort auftaucht, ein Wort ist auch ein Geräusch, das kann in Anführungszeichen angeblich von außen kommen. Wenn du jetzt träumst, kommt überhaupt nichts von außen. Oder aus dir selbst. Und ich sage, alles kommt aus dir selbst. Ich wechsle bei diesen Aussagen eigentlich nur die Aussageperspektive. Dass du darauf reagierst. Du reagierst auf diese Reizauslöser, wie ich das nenne. Und jetzt ist in den letzten Selbstgesprächen, habe ich mehrere Male darauf hingewiesen, wenn du dir jetzt ein Selbstgespräch anhörst, hier mit dem Brösel Udo, mit der Lautsprecherstimme, dass ich absichtlich mich verspreche, dass ich Fehler reinmache, weil ich mir wünsche, dass du dich beobachtest, wie du auf die Bilder reagierst und was du aus Worten für Vorstellungen generierst. Das stimmt nicht. Das sind lauter so Kleinigkeiten und da wollen wir uns jetzt nochmal was anschauen. Dass es sehr, sehr wichtig ist, dass du das verfolgen musst, weil prinzipiell alles, was in dir auftaucht, ist einfach. Und du sollst den Fokus darauf verlegen, in dir selber deine Selbstbewertung deines Intellekts, den du zum Denken benutzt, ob du den Eindruck hast, dass das, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Das wühlt dich ja unendlich auf, diese Reaktionen. Und da wird dir bewusst, dass du wirklich ein Zombie bist, also der du zu sein glaubst, meine ich jetzt, diese Rolle, die du spielst. Und ich setze vorneweg einen ganz, ganz wichtigen Satz. Wenn du jetzt mit wirklicher Bewusstheit das Spiel in dir, das Spiel der Menschen, die du dir ausdenkst, egal ob das jetzt
ganz bewusste Gedanken sind, die du denkst, oder ob du jetzt als Brösel unter Brösel dich in einer Masse von Affen befindest, als Affe unter Affen, oder ob du dir Videos anschaust mit Diskussionsrunden, dass dieser unendliche Wahn, diese Geistlosigkeit, die diese Menschen, Bindestrich Trockennasenaffen bei eigener Definition, diese Rechthabereien demonstrieren, dass dich das dann mal wieder in ein tiefes Entsetzen führt. Wobei das Wort Entsetzen nicht unbedingt negativ ist. Ich betone immer wieder, keins dieser Worte ist bloß negativ oder bloß positiv. Selbst die schlimmsten Wörter sind was ganz was Positives. Zum Beispiel Griech. Griech ist nur ein anderes Wort für Zerstörung. Würde nicht der momentane Gedanke zerstört würde, könnte kein neuer Gedanke auftauchen. Ich sage immer wieder, wenn du dieser rote Geist bist, meine berühmte 200 Gramm rote Gnede, der 200, das Rosch, der Kopf, die Symbolik, dieser Kopf, dieser Geist, der träumende Geist, der sich während seines Traums als Ding an sich überhaupt nicht verändert, so wenig wie sich ein Leser, rot gelesen, verändert, wenn er ein Buch liest. Es verändern sich aufgrund der Worte nur seine Informationen. Holofeeling ist ein vollkommen neues Weltbild, da weise ich in den Ohrenbohrungen schon darauf hin, es ist das Weltbild des dritten Jahrtausends, wenn du chronologisch denken willst. Es ist eine nächsthöhere Stufe der geistigen Entwicklung. Und damit verändert sich die Entfaltungsmöglichkeiten. Und wir schauen uns das einmal mit Worten jetzt an, dazu übertrage ich einmal den Bildschirm. Da ist natürlich im Hintergrund ein extremer Komplex. Jetzt muss ich mal schauen, weil das bei mir jedes Mal anders ist. So. Ich hoffe, wir kriegen da eine gute Aufnahme. Und zwar springen wir jetzt erst einmal, weil ich jetzt unseren Folger dazu geschaltet habe. Jetzt ist natürlich ganz, ganz bewusst, das ist ein Pixelmännchen, das ist eine Figur, die wir uns ausdenken. Der macht ja wundervolle Schriften, überprüft alles, macht Zusammenfassungen. Das ist selber denken. Das ist also hier eine kleine Schrift von ihm. Dieses Aufblühen von IQB, Abschlussprüfung. Und da lassen wir ganz kurz hier, das ist IQBs Schulklasse, jetzt alles rot geschrieben, glaubt, dass das eine utopische Idee ist. Tja, Trevor, die Klasse glaubt wohl, dass das, was du da vorträgst, eine allzu utopische Idee ist. Das Wort solltet ihr später nachschlagen. Das ist eigentlich das Wichtige. Ich sage immer wieder, du musst die Worte nachschlagen. Wenn wir hier jetzt reingehen, da kann man jetzt schön nachschlagen, das ist eine unheimliche Hilfe, dieser Gematrie Explorer, eine Zusammenfassung. Es ist wesentlich mühseliger, wenn du jetzt bloß in ein Hebräisch-Wörterbuch reingehst, dann kriegst du nur diesen Schwall von Übersetzungen, je nachdem, was du hast, ohne irgendeine Erklärung, ohne Zahlen, die ja im Hintergrund in dieser Radix immer mit drin ist, weil das sind ja auch Zahlen, die drei Lesearten. Man muss das, sage ich, von vornherein wieder nicht wissen. Da sage ich jetzt zum Folger auf raumzeitlicher Ebene, der Link ist schon lange nicht mehr aktuell. Den kannst du auch noch für sich rausschmeißen, das ist aber nicht schlimm. Und wenn wir jetzt hier runterfahren, da wird das Ganze natürlich, jetzt merkt man, dass das doch Wissenschaft, mehr Wissenschaft ist wie Religion. Man kann das alles nachrechnen. Ich sage, bei Holofeeling ist ein streng arithmetischer Hintergrund. Das hat nichts mit klassischer Religion oder Esoterik zu tun und schon gar nicht, wie gesagt, mit total verkopfter Naturwissenschaft, die so in die Irre führt. Jegliche Art und Weise, das sind die vielen kleinen Beispiele, wo natürlich Physik mitspielt, weil ja alles, was in dir auftaucht, wichtig ist. Und das führt uns dann irgendwann einmal hier in die Primzahlen rein. Ich fahre da nur drüber, weil du merkst, es ist ein Riesenkomplex. Ich habe jetzt eine Adresse, wollte ich anklicken. Die habe ich jetzt überrauscht. Na, wo war das? Das soll jetzt nicht sein. Ich mache das einmal bei den Primzahlen weg für einen Folger ganz vorne weg. Wenn du hier in die Ohrenbohrung reingehst, da hast du eigentlich die eigentliche Wurzel, was die eigentliche Wurzel hier dieser perfekten Primzahlen und die superperfekten Primzahlen. Das ist eine Sache, das weiß deine Welt überhaupt nicht. Ist so unheimlich wichtig für den arithmetischen Aufbau der Matrix. Was ich dir jetzt zeigen will,
Das ist hier in dem Selbstgespräch der Quantensprung ins eigene Bewusstsein vom 14.09. Immer dran denken, das ist jetzt eine Adresse, einzig und allein eine Adresse. Das ist wie wenn man in der ADI eine Internetadresse eingeben, da kann ich dann nachschauen, wann wurde das reingestellt. Es wurde nie irgendetwas ins Internet reingestellt. Das ist wie wenn du sagst, du stellst in diesen Urknall, bevor er geknallt hat, was hinein. Es ist prinzipiell alles in einem Punkt. Das ist die reine Energie, rot gelesen, die man nicht denken kann und die kann unendlich viele Formen annehmen. Und ich fahre jetzt da ganz, ganz gezielt rein. Da geht's, das war die Sache mit dem Semmelweis, wo ich sage, der Aufbau des Wissens, des jetzt ausgedachten menschlichen Wissens, das so durchsetzt ist von Rechthaberei, von Einseitigkeiten und Wahn, dass du irgendwann einmal erkennen musst, ich sage immer wieder der schöne Satz, so blöd, so geistlos können doch Menschen überhaupt nicht sein. Und ich sage, Menschen sind nicht so blöd, Affen sind so blöd. Affen, die einfach nur wissen, unüberlegt, unkontrolliert nachäffen. Das ist diese Generation Internet, die du jetzt hast. Da wird eine Seite, eine Internetseite, irgendwelche Behauptungen, die kein Mensch überprüft, verwirklicht im eigenen Kopf. Du hast es immer nur mit Worten zu tun. Und du verwirklichst jetzt, und das Hauptproblem, dass du die Worte extrem einseitig auslegst. Das ist jetzt hier zum Beispiel, da geht es um das Best, das war mit Budapest von dem Semmelweis. Da springen wir in einen Bereich einer Auslegung hinein, die wirklich streng arithmetisch ist. Und ich lasse das nochmal ganz, ganz kurz laufen. Die Beulen Best. Beulen eine Beule schlagen. Das lateinische Wort für eine Beule schlagen ist das Trauma. So, jetzt können wir sofort Vedo schreien. Der hat ja keine Ahnung. Trauma ist ein griechisches Wort. Das ist jetzt so eine Kleinigkeit, wo ich darauf hinweise. Ist dir das aufgefallen, Holger? Holger hat das Mikrofon aus. Ariane? Ist mir nicht aufgefallen. Das ist, wenn damit läuft ein Wertesystem, wenn du das nicht weißt, hörst du das ganz einfach und dann kannst du jetzt eventuell wieder zum Streiten anfangen, wenn irgendeiner behauptet, das ist griechisch, und dann sagst du, nein, der Meister hat ja gesagt, das ist lateinisch. Dann gehen die Missverständnisse schon wieder los. Es ist einfach das einmal. Und wir schauen uns das jetzt etwas genauer an mit der Beule. Ich würde bloß zeigen, wir gehen da ganz einfach mal rein. Das Trauma, habe ich gesagt, ist ein lateinisches Wort. Selbstverständlich, viele griechische Wörter gibt es auch im Lateinischen. Und da stellst du jetzt fest, Dramaticus zur Heilung von Wunden geeignet. Eine Wundarznei. Und du siehst jetzt schon, dass das aus dem Griechischen kommt. Wenn man jetzt ein bisschen Offenbarungen studiert hat, dann ist das Erste, was dir hier auffällt, dass das, warte mal, mit dem Wort Traum beginnt. Und ein Traum, ich sage, konzentrier dich drauf, dass du jetzt zuerst einmal annimmst, ich träume jetzt. Dieses Ich ist Geist, das träumt. Was ist ein träumender Geist als Ding an sich? Ein absolut nicht denkbares Nichts. Egal, was du denkst, dieser Satz, und was denkst du, wenn du an dich selbst denkst, dann taucht in dir eine Information auf. Das ist schon eine Information, ist etwas, was du träumst. Aber interessant ist, dass wir hier auch den Mathikos mit drin haben. Denk an die Mathematik. Das hier ganz, ganz große Erkenntnis, wenn wir hier reinfahren. Ich mache mal den extra nochmal ein zweites Mal auf, dass ich den nicht immer wegschalten muss. Dann wirst du nämlich feststellen, dass dieses Mardi, halt, Entschuldigung, das ist der Verkehrte, ich muss im Griechischen aufmachen. So. Unachtsamkeit. Kommt von Mardia, vergebliches, erfolgloses Bemühen, eine Unbesonnenheit, ein Leichtsinn, ich sage mal, diese Torheit. Dummheit, Blödsinn, das ist die Mathematik. Mathe, das gelernte Wissen, was sehr interessant ist, tausendfach habe ich darauf hingewiesen, dass unser Mathe ja mit dem hier geschrieben wird. Und da kommst du, das Gelernte, die Wissenschaft, das, was du gelernt hast, ist das, was man dir erzählt hat. Du stellst es nicht mehr in Frage.
Wenn dir einer sagt, die Welt ist eine Scheibe, wenn das an der Universität gelehrt wird, dann ist für alle die Welt eine Scheibe. Und wenn man sagt, das ist eine Kugel, dann ist es eine Kugel. Gerade in der Medizingeschichte. Wenn man sagt, das ist so, dann ist es für die, die das gelernt haben, so, und wehe, es wagt irgendeiner etwas anders zu behaupten. Das ist die große Falle der Entheiligung durch Einseitigkeit. Schau mal, wir haben hier in dem T eigentlich schon das Oben und Unten mit drin. Habe ich oft darauf hingewiesen. Das Mathe. Mathe ist das gelernte Wissen. Da habe ich immer ein Plus und ein Minus. Und dann kommt eben unsere Matik. Dann kommt der Dummkopf und der Tor. Ein Mathematiker ist ein Dummkopf, ein Tor, ein törichter Mensch, der nur auf den Gleisen seines gelernten Wissens zu denken wagt, sich traut oder bestimmt, das, was man mir erzählt hat, ist richtig. Hast du es jemals überprüft? Das haben wir hier in dem Matikos drin. Da haben wir den Traum mit drin und jetzt schauen wir uns das einmal genau an, was das eigentlich, wenn wir jetzt den Traum einzeln nehmen, in dem Traum, was dieses Vorwort, was da sich dranhängt, und jetzt kommst du in die Sprache. Ich sage, wenn du jetzt Worte vor dir hast, muss dir klar sein, dass du aus Worten bloß das herausliest, an Vorstellungen in dir aufbaust, was dein momentanes Wertesystem, dein Interpretationssystem hergibt. Das gilt auch für gängige Worte, wenn ich jetzt immer wieder mein Beispiel mit Krebs. Krebs ist nicht nur eine Krankheit. Da gibt es noch viele andere Sachen, die dir dann auch logisch erscheinen, wo du bloß nicht dran denkst. Aber dieses Lisko ist Lispeln, Schnarren von denen, die einen Buchstaben nicht deutlich aussprechen. Ich sage, die ein Wort nicht deutlich, ganzheitlich auslegen. Das ist der Fehler in der Aussprache, ist auch der Fehler, die Aussprache ist mehr oder weniger eine Auslegung. Der Fehler von Auslegungen. Das steckt da in Traum, ist das ja der Fall. Dein Traum baut ja schlichtweg und einfach auf einen einseitigen Auslegen von Wissenskomplexen auf. Und dann kriegst du mit stotternder Stimme, und jetzt kommen wir zum Trauma. Und das Trauma ist eine Traumschöpfung. Und diese Traumschöpfung ist, dass du dich innerlich kaputt machst, in deinem Kaputt, in deinem Kopf. Das ist eine Wunde. Und dieses doppelt aufgespannte ist Unde. Im Lateinischen wissen wir, dieses Unde heißt zuerst einmal, da haben wir unter die Welle, ist das einmal, von wo kommt es eigentlich her? Wo kommt diese Unde her? Die Welle, die Woge. Aus dir selber. Das ist die Sache eines träumenden Geistes. Darum sind es die Wellen des Meeres und du bist doch immer. Als träumender Geist bist du immer derselbe träumende Geist. Welle kommt auf Welle. Unda subvenit undam. Ein Gedanke folgt dem nächsten Gedanken. Es kommt aus dir und jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist das Geheimnis der Sprache, von dem deine Welt nicht das geringste weiß. Und dann kommst du hier in diese Schiene rein und du kannst natürlich da unendlich Kleinigkeiten noch machen, wenn wir hier jetzt die Worte wirklich ins Detail zerlegen. Das ist dieses Spiel. Traum A. Du bist Deutsch, Deutsch, Vordersprache, das heißt eine Traumschöpfung. Ich rede immer von Gedankenwellen, wenn du dir eine Nulllinie ausdenkst, wirst du zuerst einmal feststellen, dass ein... Und du merkst jetzt schon, dass in dem Spiel jede Kleinigkeit, wenn man das verfolgt, komplett Einzelteile gibt, Gedanken gibt, die du wie Puzzlestücke zusammensetzen kannst. Und da ist in dir unendlich viel Wissen. Aber das würde ich nur Curry machen. Das heißt, darum ist es unheimlich wichtig, dass du immer wieder Cut sagst. Du Geist musst dich in einer Selbstbeobachtung in Bezug auf deinen Intellekt, auf den Menschen, auf dein Denken, du musst dein eigenes Denken und Reagieren beobachten, dass dir das bewusst wird. Was löst in dir Angst aus? Nicht der Reizauslöser als Ding an sich. Diese vielen, vielen kleinen Beispiele, wenn ich jetzt hier nur sagt, Telefon klingelt, du gehst hin, falsch verbunden, passiert nichts. Telefon klingelt, du gehst hin, dann hörst du andere Geräusche. Es sind ja wieder nur Geräusche, es sind Worte. Irgendeine Hiobsbotschaft. Und von einer Sekunde auf die andere stürzt
deine Emotion von einer heiteren Gelassenheit in einen tiefen seelischen Abgrund. Durch wenige Worte. Es sind nur quäkige Geräusche aus einem Lautsprecher gewesen, wenn wir jetzt das normal materialistisch betrachten. Ist das deine Vorstellung von Freiheit? Wo liegt eigentlich deine Freiheit? Wir reden hier von Sachen, die hundertprozentig sicher sind. Zukunftsangst. Jetzt mit dem ganzen Corona-Wahnsinn. Was natürlich hier noch das Verrückte ist, du bist ein träumender Geist. Das heißt, du wirst deinen Glauben, weil du nicht weißt, wie es funktioniert in dir, schonungslos verwirklichen. Das Wort verwirklichen meine ich jetzt, du wirst es realisieren. Du erlebst natürlich nur deinen eigenen Traum. Das hast du aus dem Joystick in der Hand. Du bist der Protagonist. Darum sei sehr vorsichtig, wie du reagierst und was für eine Partei du ergreifst in deinem Denken. Und du wirst dich entheiligen, ob du für Corona bist oder gegen Corona bist. Aber das Corona, wenn wir uns das jetzt anschauen, das Covid, Co heißt ja schon zusammengeschmissen. Ich könnte jetzt wieder reingehen, wenn ich dir wirklich das Wort Covid dann, Co im Lateinischen, das erste Mal zusammengeschmissen. Aber Covid, da kommt das Video, das Sehen her. Wenn du das zusammenschmeißt, dann kommst du in eine Einheit, vor der der normale Mensch eine panische Angst hat. Du hast Angst, ein Teil von mir zu sein. Du bist lieber ein sterbliches Säugetier. Das ist das, was ist. Um ewig zu sein, musst du zuerst einmal etwas wissen, werden, was nicht existieren kann. Wo ich gleich sage, das kannst du nicht werden, das bist du schon immer, du hast es bloß vergessen, weil du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst. Weil du schlichtweg und einfach das erste und das zweite Gebot brichst. So viel zum Thema deines Christentums. Liebe deine Feinde. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, du musst dir mal die Erbärmlichkeit, wenn wir jetzt wieder normal bröselig raumzeitlich denken, nur als Pixelmännchen. Ich gehe mal davon aus, dass du eine Bundestagsdebatte nur oder Fernsehdebatten nur vom Bildschirm her kennst. Jetzt schau mal ganz tief in dich rein und beantworte dir folgende Frage selbst. Inwieweit glaube ich rede in einer Ich-Form, inwieweit glaube ich noch im tiefsten Innern, dass das, was mir über Medien und Bärschen und Bücher und Internetseiten mitgeteilt wird, dass das da außen auch dann da außen ist, wenn ich es nicht denke? Jetzt habe ich natürlich schon ein Problem, dass ich ja zwei verschiedene Außenweltvorstellungen kriege, je nachdem, ob ich jetzt Verschwörungstheoretiker-Seiten oder offizielle Seiten nehme. Und es ist so ein unendliches Leichtes, wenn du jetzt in eine Demokratie gehst und du gehst in dein jetziges, jetzt ausgedachtes Staatsfernsehen, ich nenne es einmal so, das ja angeblich für eine breite Meinung dasteht, dafür musst du ja Geld zahlen, dass du breit gefächert informiert wirst. Nicht nur einseitig, das ist in faschistischen Systemen, wird einseitig informiert. Und dann schau dir mal irgendwie an, inwieweit dieses Staatsfernsehen reagiert zum Beispiel auf Rechte, auf die AfD. Die gehört verboten. Es ist eine rein einseitige Manipulation. Mit Demokratie hat es nicht das Geringste zu tun. Es ist Faschismus in der reinsten Form. Es gibt nichts Neues in deiner Welt. Und versuch das jetzt nicht zu irgendeinem Fanatiker, weil die Eigenart eines Fanatikers besteht darin, dass er absolut im Wahn lebt, so glauben, er hat hundertprozentig recht. Und das zerlege ich schon mit dem Beispiel, ich sage bei einer Hängel an einer Tasse rechts, links, in der Mitte, diese 16 Perspektiven, es ist alles richtig. Nein, es kann nicht sein, was nicht sein darf, es kann nicht alles richtig sein. Ich sage, dann hast du aber keine Ahnung, was Synthesen sind, und Synthesen geben höhere Sachen. Es ist immer, die simpelsten Beispiele entziehen sich der Erkennbarkeit von geistlosen Maschinen. Ist jetzt ein Kegel eigentlich ein Kreis oder ein Dreieck? Jeder, der jetzt eine Einseitigkeit äußert und will mit der anderen Seite nichts zu tun haben, hat nicht einmal verstanden, was ein Kegel ist. Das ist die Welt deiner Rechthaber. Die jetzt Gott sei Dank nur Gedanken sind, die du denkst. Die größere Frage ist, warum tauchen noch so viele einseitige Rechthaber in dir auf? Offensichtlich musst du selber noch auf solcher sein. Das Schöne bei Holofeeling, wenn du wirklich Holofeeling installiert hast, gehörst du da nicht mehr dazu, weil du im tiefsten Innern, egal was einer äußert, schmunzelst du als beobachtender Geist im roten Bereich und denkst dir, der hat recht.
aber nur ein bisschen. Und du wirst es dann auch aufgeben, einen Gedanken von dir, das heißt einer existierenden Erscheinung in deinen Kopf zu erklären, dass er ein bisschen recht hat. Du wirst überhaupt nicht mehr versuchen, irgendeinen Gedanken von dir was zu erklären. Wie soll ich einer vergänglichen Erscheinung erklären, dass sie ewig ist? Sie ist doch nur jetzt, wenn ich sie sehe, wenn ich es anschaue. Jetzt mache ich Schnipp und jetzt denkst du an deine zwei Hände und jetzt halt dir die zwei Hände vor das Gesicht. Da musst du natürlich an deinen Körper denken, wo waren jetzt die ganze Zeit? Es ist hundertprozentig sicher, dass die nicht existieren. Begreif doch irgendwann einmal dieses Spiel in dir selbst. Und du musst nichts tun. Ich schalte eine vollkommen neue, wundervolle Welt frei, wenn das auch hundertprozentig sicher in dir installiert ist. So nenne ich das. Es ist ein Unterschied, ob du was begriffen hast, dass es dir logisch erscheint oder ob du es installiert hast. Das ist der Punkt, dass ich sage, du musst irgendwann einmal anfangen, dieses Wissen, das ich dir mit Holofeeling mitteile, und damit meine ich jetzt nicht diesen arithmetischen Teil, den der Folge hier zum Beispiel macht, dieses Folgerprogramm, das dir natürlich auch zur Verfügung steht, da wirst du dich irgendwann einmal draufstürzen, weil dich all das andere Geschwätz langweilt. Und der muss ja das auch irgendwo her. Wo hast du das Ganze, deine Neugier, wenn er mir immer wieder schreit, danke, danke, schreib mir doch, du hast mich so inspiriert, das ist oft ein kleiner Satz und dann muss er sich hinsetzen, muss Riesentabellen machen und überprüft das alles. Und mit Erstaunen, das stimmt jedes Mal, Volker, stimmt's oder stimmt? Das ist eigentlich das Verrückte dabei. Lass dich auf das Spiel ein. Ich führe dich in eine Wunderwelt. Und dann wirst du auch merken, mit den ganzen Liedtexten, was wir heute gehabt haben, es gibt keine Zufälle. Muss da fast nochmal schnell einschalten. Wenn wir da nur reinfahren, hier in unseren Chat, und ich sage immer wieder, wenn du da nicht drin bist, das ist nicht, ich betone, das ist gar nicht wichtig, das ist eine Reifestufe. Wenn wir hier bloß jetzt die letzten, was welche mitteilen, so die kleinen Geschichten, haben wir zum Beispiel das Covid. Diese Seite des Narrativ, diese Internetseite für sich alleine, das sind natürlich Verschwörungstheorien. Habe ich die schon gelöscht? Machen wir die ganz kurz nochmal auf. Wenn man sich das jetzt anhört, das zerreißt in einem gewissen Maß, dann kann man den Spiegel, flackerndes Licht, wenn wir das eh rausschmeißen. Der Rainer, die Nomen ist Omen, dass hier das mehr oder weniger diese Geldgeilheit in Singapur, in Israel, wenn du jetzt auf die Originalseiten gehst, ich habe das darauf hingewiesen, das ist so hochinteressant, dass die das nach wie vor feiern. Dass hier nichts passiert ist, es ist eigentlich schlimmer geworden. Du kannst dir so viele Seiten anschauen, jetzt ist natürlich immer einseitig, es geht nicht um einseitige Auslegungen. Das ist die Corona-Lügner, werden in Singapur eines Besseren belehrt. Die haben also über 80%. Was ist jetzt? Cut! Das ist das, was ich dir anrate. Zerbrech dir nie den Kopf, ob was richtig oder verkehrt ist. Du schaust einfach, was jetzt da ist. Worte. Ja. Und jetzt kannst du schauen, was du aus den Worten machst. Und ich sag dir, du kriegst überhaupt nicht mit, was da alles drinsteht. Das ist mit Holofeeling, kann das ein komplett anderer Kontext werden, wenn du ein anderes Regelsystem benutzt, um das zu entfalten. Mhm. Was hier schlichtweg und einfach ist, jetzt kann man sofort natürlich wieder sagen, die Big Pharma, die angeblich herbeigespritzte Herdenimmunität, die in Singapur übererfüllt wurde, bricht zusammen wie das Gebäude der Lügen von Big Pharma, Politik und Presse. Es lügt weder Big Pharma, Politik noch Presse, weil all das sind Dinge, die du dir ausdenkst. Was löst das Wort Politik in dir aus? Was löst das Presse in dir aus? Die Big Pharma. Da hast du jetzt eine ganz klare Vorstellung, dass da außen was ist. Darauf weise ich dich hin mit Holofeeling. Da außen ist nichts. Es ist nur das, was du aus den Worten machst. Stimmt oder stimmt? Und dann hast du einen Pol, das heißt bei Gott, bei Pollux, lateinischer Ausspruch, wahrhaftig, Pol I. Im Hebräischen ist der Boal die Verbformen. Der schreibt sich ja so, die grammatikalischen Formen, die sind unheimlich wichtig. Das heißt Handeln, Tun, Machen. Poli heißt mein Tun, mein Handeln, mein Wirken, wenn wir da ein J dran setzen. Das ist nämlich dann die Meinform mit dem Suffix. Der Machende, ich bin der Arbeitende.
Das hat was zu tun mit verbal. Da gibt es jetzt ein Bier, das ist hebräische Grammatik, ist letztendlich hier eine Programmiersache. Das musst du nicht wissen, aber du weißt ja, überall mischst du dich ein, überall gibst du deinen Senf dazu, wie man so schön sagt, obwohl du keine Ahnung hast von irgendetwas auf einer höheren Ebene. Ein Fachmann, der sich äußert, unser Thorsten, was weiß er eigentlich? Er weiß das, was man ihm an der Universität beigebracht hat. All das, was er jetzt an Erfahrungen hat, die baut er auf Glauben auf. Ich sage, du kannst mit Glauben ganz, ganz bewusst, kannst du durch Glauben Bilder aufbauen. Das ist die Politik, warme. Und was haben wir dann noch mit unserem Tick? Was ist mit dem Tun? Wo basiert das Ganze? DI-Kaff, das ist die wirkliche Politik im mittelsten, im absoluten Mittelpunkt. Das ist Politik. Mein Tun, Machen, Handeln spielt sich im absoluten Mittelpunkt ab. Das ist das Zentrum in unserer Camera Obscura, in dem eigentlich nichts passiert, bloß die Peripherie bekommst du zu sehen, die sich aber letztendlich in dem Mittelpunkt abspielt. Und alles Ausgedachte ist eine Illusion. Ob du dir jetzt einen Mond ausdenkst, egal was du dir ausdenkst, das ist einfach eine Illusion. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Und das musst du jetzt nicht irgendwelchen geliebten Menschen erklären. Die werden es nicht verstehen, glaub es mir. Es wird nicht einmal der verstehen, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Und es wird keiner dieser Menschen, die du dir ausdenkst, überleben. Wir können jetzt da natürlich dann reingehen in vielen, vielen Stellen. Da haben wir zum Beispiel Ausstieg. Übrigens, da hat meine Marion, raumzeitliche Geschichte, einen Fokus drauf, wenn sie an ihren Computer setzt. Dass hier so viele Ärzte mittlerweile sagen, wir können das mit unserem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Ich war voller Befürworter für die Impfung, bis ich gemerkt habe, dass an den Impfen wesentlich mehr Kranke. Ich hatte überhaupt kein großes Problem in meiner Praxis mit Corona-Kranke, bis ich zum Impfen angefangen habe. Ich mache keine Verschwörungstheorien, sondern bloß eine von vielen Seiten. Interessant ist in Singapur, was hier angesprochen wird, wenn du das liest, die Zahlen, die feiern das. Wenn du das einmal wirklich, ich habe jetzt hier die deutsche Übersetzung, dass wenn du hier den neuesten Stand hier anschaust, die feiern das sogar, das müssen doch Wahnsinnige sein, die wissen doch gar nicht, was sie reden hier. Keine Symptome. Wenn das jetzt das hochschießt wieder, muss nochmal nachgeimpft werden. Aber was ist das alles? Es sind einfach nur Worte. Es sind schlichtweg und einfach nur Worte, die du zu sehen bekommst. Einen Moment. So, dein Ben, jetzt haben wir es wieder. Diese Umschalterei, das ist halt Brüssel-Ebene. Darum ist es einfach der Schlüssel in die Freiheit des Katwas ist jetzt da. Der Rest machst du selber. Du beobachtest, was du machst. Du beobachtest, wie du reagierst. Und es ist natürlich hochinteressant, dass die einfachen Sätze, die ich seit, jetzt sind wir wieder raumzeitlich, seit 25 Jahren, einigen wenigen, wo ich als Brüssel-Udo auftauche. Gleichgültig, ob jetzt das auf der Brösel-Ebene ist oder ob du mich bloß als Pixelmännchen aus dem Video kennst. Dass ich die simpelsten Beispiele merke, wenn ich dich beobachte und du musst wissen, ich bin eigentlich du. So wie du dich beobachten kannst als Mensch, wie du deinen Intellekt beobachten kannst. Wenn ich sage, du rotes Ich, du Geistesfunk, konzentrierst dich zuerst einmal drauf, dass du schaust, was träumst du jetzt? Und viel wichtiger, verlage den Fokus, wie reagierst du auf diese Reizauslöser, die in einem ständigen Wechsel kommen. Und so wie du reagierst, veränderst du deine eigene Information. Das sperrt dich in das Gefängnis ein, in ständige Wiederholungen. In ständige Wiederholungen. Wenn du dich an den Computer hinsetzt, du gehst immer in dieselben Internetseiten, die dir richtig erscheinen. Oder du gehst auf Internetseiten, wo du sagst, jetzt kann ich meinen Blutdruck wieder hochpushen, weil ich mich gnadenlos aufrege, was da für ein Scheiß drin steht. Das sind die zwei Seiten. Und du sollst es beobachten. Du sollst es einfach nur diesen ständigen Wechsel, dieses Umformen deines Geistes beobachten und dann wird dir bewusst, wie du funktionierst. Dieser wertfreie Beobachter und ich wiederum, JCH, der vom Bücherregal, beobachte dich, ob du das schon magst, was ich dir vorschlage. Du hast deine komplett eigene Welt. Und wenn ich jetzt immer wieder Sätze sage, doch wo ist jetzt eigentlich der Unterschied, ob du jetzt an ein grünes Mastmännchen denkst, was löst das Wort grünes Mastmännchen in dir aus? Oder du denkst jetzt an den Udo Petscher. Es sind zwei
verschiedene Gedanken, die von dir gedacht werden. Oder an Hitler. Oder an Jesus. Es sind Worte. Und du kannst jetzt schauen, ob das Wort irgendwas in dir auslöst. Das kannst du beobachten. Aber interessant ist, was du einfach nicht wahrhaben willst, dass das Wort, das du jetzt zu einer Vorstellung machst, zum Beispiel das grüne Mastmännchen, in dem Kontext zwingt dich dein Programm, wenn du dir jetzt Gedanken machst, glaube ich eigentlich, ob das da außen existiert. Natürlich nicht. Oder der Osterhase, wie oft bringe ich dieses Beispiel? Da bist du dir hundertprozentig sicher, dass der Osterhase oder das grüne Mastmännchen nur dann existiert, wenn du es denkst und dass die Dinge dann genauso sind, wie du sie dir denkst. Wenn du jetzt meinst, du musst dir ein Bild machen von dem Grünen, kannst du auch ein rotes Mastmännchen ausdenken. Oder einen Osterhasen kannst du dir ausdenken, wie du willst, mit einem Korb mit Eier hinten drin zum Beispiel. Und wisch und weg. Aber wie sieht es dann aus, wenn du jetzt zum Beispiel an deine Mutter denkst? Jetzt könnte ich dann natürlich fragen, existiert die da außen? Hängt davon ab, wer du jetzt zu sein glaubst. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass die schon gestorben ist, sagst du ja, die gibt es ja nicht mehr. Obwohl sie doch in dem Moment, wo du sie denkst, da ist. Wenn sie wo ist, kann sie immer nur hier und jetzt da sein. Das ist doch kein esoterisches Geschwätz, was wir hier machen. Das ist doch ein ganz klares Deutsch. Wie sieht es aus, wenn du an Hitler denkst oder an Jesus? Das ist doch nichts anderes wie der Osterhase. Es sind Sachen, die du vom Hörensagen kennst und die nur existieren, wenn du sie denkst. Ist das hundertprozentig sicher oder ist das hundertprozentig sicher, Folger? Das ist, dann willst du jetzt mit mir darüber diskutieren. Ich sage, wenn Menschen schon diskutieren wollen, die Diskussionskultur in deiner Fernsehlandschaft, es ist Demonstration von Geistlosigkeit, Kampf um einen Standpunkt und keiner interessiert sich für das heilige Ganze. Die werden das auch nie zu sehen bekommen, diese Figuren, die du dir denkst, weil Gedanken prinzipiell nicht überleben. Obwohl die dein eigenes Überleben ist, weil Gedanken sind etwas, was du dir, der im Meer ist. Und jetzt kommt diese große Symbolik des Deutsch-Ewig, des Deutsch-Ewig, des Göttlichen, dass du in dieser Symbolik etwas dir überlegst und Lügen verbreitest in Raum und Zeit. Das aus dir selbst kommt, darum bist du ein Schöpfer. Der Denker ist der Schöpfer für all seine Gedanken, die er aus sich selbst herausholt und um sich rein gedanklich in Raum und Zeit verstreut. Du denkst dir jetzt was in die Vergangenheit oder in die Zukunft oder räumlich irgendwo anders hin. Es ist hundertprozentig sicher, dass es hier und jetzt ist, weil du es denkst. Und jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist der Kern von Holophilic. Die Riesenarithmetik im Hintergrund muss dich gar nicht interessieren. Es macht dich allein. Es macht dich vollkommen allein. Wohlgemerkt, den, zu dem ich das jetzt sage, dem ich das erkläre. Ich erkläre nichts, irgendeinen Gedanken von dir. Ich erkläre es einem absoluten Nichts. Jetzt haben wir natürlich das Nichts, kann man natürlich auch wieder rot und blau machen. Schon wenn ich sage ich sage immer, ich kann dir ganz klar jetzt erklären, dass da vier verschiedene Ich gibt. An was für ein Ich denkst du, wenn du sagst ich? Denkst du an das kleine blaue Ich, an den Körper, an den du denkst, wenn du an deinen Körper denkst? Denkst du an das große blaue Ich, an den Menschen, der schon kein Körper mehr ist, sondern eine ganze Lebensgeschichte? Denkst du an den, der sich das Zeug aufgrund dieser Lebensgeschichte jetzt momentan Facetten aus dieser Datei Mensch herausdenkt? Wenn ich sage, das ist ein Programm? Oder denkst du an den, der du wirklich bist? Das wirkende Licht, die Lampe im Projektor. Oder vielleicht den, der die Energie gibt, dass du überhaupt zum Leuchten anfängst. Dann denkst du an OP. So große Worte mit Gott, der große Wahn, die Zeitgeschichten, diese Filme, wo ich jetzt in den letzten Updates mit anspreche, ob das die deutsche Geschichte ist, da sind so tiefe Kerne von Wahrheiten da, aber Wahrheiten sind immer Wahrnehmungseinheiten. Das sind immer noch Sachen, die du dir hier und jetzt denkst. Diese Vergangenheit des deutschen Volkes, der Betrug der katholischen Kirche, reiner Machterhalt, Macht- und Geldgeilheit bis zum heutigen Tag. Was sind das für Idioten, die in ihre Kirchen rennen?
Das muss jetzt nicht nur die katholische Kirche sein, das kann auch irgendeine muslimische Sekte sein, irgendeine christliche Strömung sein und alle, all diese gläubigen Menschen sind im tiefsten Innern absolut arrogante, geistlose Zombies. Mach dir doch den Spaß, geh mal in das amerikanische Fernsehen rein, in diese großen Kirchenveranstaltungen. Und überall ist ein Quäntchen Wahrheit in den Glauben drin. Auch mit vielen Widersprüchen. Lass uns in die Welt der Philosophie gehen. Wie oft weise ich darauf hin, dass also hier zu deiner ausgedachten Zeit kein großer Philosoph war, der nicht mit irgendeinem anderen großen Philosophen mal einen Standpunkt gestritten hat. Wenn du das Ganze verstanden hast, diskutierst du nicht mehr. Jetzt schaust du dir die Jesus-Geschichte an. Ich habe nie diskutiert. Ich habe auch keine Feinde bekämpft. Ich habe gesagt, liebe deine Feinde, mach dir das zu eigen. Da ist natürlich auch innerhalb der Jesus-Geschichte ist ein Werdeprozess. Wirft da wenig das, wie ich noch Tote zum Leben erweckt habe. Macht keinen Sinn. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du bist eigentlich wieder, sobald du wieder im normalen Sinn der Worte, wie du dir das jetzt vorstellst, lebendig bist, bist du eigentlich ein Toter. Und im roten Sinne lebendig bist du, wenn du ein absolutes Nichts bist. Dann wirst du zum Kino, wo das Leben sich abspielt. Betonung liegt immer auf dem Abspiel. Machen wir das blau oder machen wir es rot? Das sind die zwei Seiten. Das ist dieses simple Prinzip in der Vordersprache. Reden wir von verbundenem Wissen oder reden wir von aufgespanntem Wissen? Von der Weisheit Gottes oder vom bloßen nachgeäfften Wissen von Affen bei eigener Definition? Du bist ja bloß ein dummer Affe. Nein, das bist du nicht. Ich versuche dir zu erklären, dass du ein ewiger Geist bist. Ein Gott für die Welt, die du dir ausdenkst. Und Gott in der Welt selber, die Welt, die du dir ausdenkst, weiß von dir nichts. Denk dir doch jetzt einmal die Politiker in Deutschland aus. Meinst du, dass die Menschen, die du dir jetzt denkst, in irgendeiner Art und Weise wüssten, dass du sie jetzt hier und jetzt in deinem Kopf erschaffst? Dieses Beroshit, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Und zwar genauso, wie ich mir das ausdenke. Ich mache das bloß absolut bewusst. Ich ist natürlich jetzt nicht dieses Pitzelmännchen und der Gedanke Udo, ich weise immer wieder drauf hin. Ich bin du. Das, was du jetzt hörst, sind deine Gedanken. Es sind deine Informationen, nicht die Informationen von irgendeinen Gedanken, den du dir ausdenkst. Du kannst dir natürlich jetzt denken, dass der Folger oder der Holger oder die Ariane das auch hören. Aber was ist jetzt Folger, Holger und Ariane? Die Pixelmännchen, hören die etwas? Die Menschen, die du dir aufgrund dieser Pixelmännchen ausdenkst, sind hier und jetzt in deinem Kopf. Hören diese Menschen in deinem Kopf was, die du dir denkst? Das sind auch nur Gedanken. Es ist extrem ungewohnt, wenn du deine Logik jetzt zum Denken benutzt, willst du das nicht wahrhaben und dir wird damit gar nicht bewusst, dass ich der Erste bin. Ich beschreibe dir jetzt hundertprozentig sicher, was jetzt ist und was sich jetzt in dir abspielt. Und wenn dir das klar ist, bist du Geist. Dann hörst du mich jetzt nämlich sprechen und du hörst sehr aufmerksam zu, hoffe ich zumindest. Wenn du etwas unaufmerksamer zuhörst, wirst du noch sehr, sehr viel Leid erleben. Dann betone ich nicht, weil ich dir drohe. Im Gegenteil, ich mache das aus Liebe. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Du hast jetzt eine riesengroße Chance und in Bezug auf den Menschen, dessen Rolle du spielst, musst du gar nichts verändern. Du musst nirgends eintreten, nirgends austreten. Nein, ich sage, du spielst dein Leben ganz normal weiter. Diese Rolle. Aber bewusst. Die Verwandlung besteht darin, dass du jetzt zu dem wirst, der jetzt wie ein Schauspieler versucht, seine Rolle gut zu spielen. Du fokussierst dich, wie du reagierst. Du fokussierst dich auf deine Interessen. Wo du Beifall klatscht und wo dir die Haare zu Berge stehen. Und du machst dir das einfach nur bewusst. Und dann schaust du immer in dich rein und fragst dich, was glaube ich jetzt eigentlich? Und immer dran denken, immer, möglichst oft so ein Cut. In dem Moment, wo du aus der Mitte, aus der heilig leicht schwangenden Mitte herausgehst, wieder in eine vollkommene Einseitigkeit, das kann ein begeisterndes Positiv oder ein totales Negativ sein. Du kannst jetzt total begeistert sein von dem, was du hörst. Oder du kannst aufbrausen und sagen, was ist das für ein Scheiß? Das eine wie das andere macht dich eigentlich in einer gewissen Form blind. Und zwar deshalb, weil du dann schon wieder anfängst, dich mit der Figur zu verwechseln.
Du glaubst hier, der Gedanke von dir, die Figur spürt was. Wenn ich immer sage, wenn du die mit dem Hammer auf die Hand haust, die du dir ausdenken musst, die ist ja nicht da, wenn du sie nicht denkst. Ausgedachte Dinge spüren nichts. Du musst aufhören zum Mitleiden. Hör auf, mit irgendetwas zu sympathisieren. Der Sinn des Lebens ist, verstehe das Wort, das am Anfang ist. Im Anfang war das Wort. Alles, was geworden ist, ist Wort. Und dieses eine Wort ist wie eine große Kollektion, ein doppelt aufgespannter Ort, aus dem unendlich viel Oberwellen und Facetten, unendlich, die Betonung liegt auf unendlich. Wir Geister nennen das Elef. Am Anfang steht es Aleph. Und das ist derselbe Buchstabe. Da habe ich hier übrigens so eine Kleinigkeit, das ist immer wieder, wo man nachbessern muss, wenn hier selber geschrieben wird, wenn wir hier mal ganz kurz in unsere Holofeeling-Updates reingehen, da ist das Studium der Ursprache. Da habe ich heute eine Kleinigkeit, wenn man das durchliest, ist ein Fehler drin, das hier. Da habe ich hier meiner Diana heute mitgeteilt, wenn wir uns ganz kurz anschauen, die das immer wieder das ist zwar irgendwie richtig, wenn man die 5 Endzeichen nimmt, aber dann haut es nicht ganz hin, die 22 Zeichen. Das sind zwar 3 Oktaven, aber dann fällt wieder ein Zeichen. Es sind 22 Zeichen plus die 5 Endzeichen plus das Elef. Ja. Das sind dann 4 Oktaven. Das sind genau diese berühmten 4 Oktaven. Dass er das ausbessern muss. Das muss dann auffallen, wenn man selber denkt, wenn man wirklich geistreich denkt, wenn man sich die Mühe macht, die Sachen etwas genauer anzuschauen. Dass man hier immer wieder nachbessern kann. Im eigenen Denken, im eigenen Alter. Es ist spielerisch. Und in jedem Leben lernst du was ganz, ganz Besonderes. Und wie ich immer wieder sage, wenn dich jetzt das gar nicht interessiert, die Physik, die Mathematik, musst du nicht, um den Seelenfrieden zu finden, den du hier und jetzt in deinem Traum zu finden hast, musst du einfach bloß zu Liebe werden. Aber Liebe wiederum heißt nicht, dass du zu einem geistlosen Ja- und Amen-Sager wirst, weil du Angst hast, dann irgendwo anzuecken. Mein berühmter Spaziergang durch die Flora und Fauna deiner Traumwelt oder durch die Belletristik, durch die Charaktere, die dir in Büchern und in Romanen und Märchengeschichten entgegentreten, wenn du diese Geschichten liest. Du kannst die alle lieben. Du kannst auch den Wolf lieben, der Rotkäppchens Großmutter aufgefressen hat. Es ist eine Märchengeschichte. Wir brauchen das für die Geschichte. Und ich sage immer, du musst bloß wissen, von wem du dich fernhalten musst. Eine alte Weisheit, diese Sprichwörter, sag mir, mit welchen Menschen du dich umgibst, mit welchen du ganz zusammen bist und ich sage dir, an was du glaubst und wer du bist. Das ist das Entscheidende. Das Entscheidende, aber meint man mit der Entscheidung wieder eine Einseitigkeit anstreben und die andere nicht haben wollen? Oder machen wir aus dem Plus und Minus was vollkommen Neues? Du musst dich nicht entscheiden, ob du jetzt die rote oder die blaue Brille nimmst. Du musst dich nicht entscheiden, ob das Ding ein Kreis oder ein Dreieck ist. Sondern was wird aus den 2 Dingen, die sich widersprechen, wenn wir die verbinden? Aus Kreis und Dreieck wird ein Kegel. Das ist aber was vollkommen Neues. Das ist eine höhere Dimension. Bitte das Wort Dimenso nicht raumzeitlich verstehen. Diese 5 Dimensionen, in die ich im Farbenspiel darauf eingehe, dass ich immer wieder die Fehler schon sage, wenn du einen Film anschaust. Und ich sage, ein Film, wenn du einen klassischen Film anschaust auf deinem Monitor, auf dem Fernseher, ist das von dir eine dreidimensionale Information. Wieso? Der Fernseher ist doch bloß zweidimensional. Ich sage richtig, 2 Dimensionen, Länge, Breite, Breite, Höhe, B-Reihe im Spiegel sind die Spiegelungen, ist eigentlich eine Z-Achse und HBH. Das ist Breite und Höhe. Plus Zeit. Zack, 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 das ist die 3. Dimension. 2 Dimensionen, die du siehst und die 3. Dimension. Wenn du eine Farbbrille aufhast, jetzt deine sinnlich wahrgenommene Welt, wenn du jetzt durch deine Augen heraus in die Welt schaust, so nennt man das doch, dann ist es eine 4-dimensionale Dimension, ein 3-dimensionales Bild plus Zeit.
Aber diese Dreidimensionalität baut auf zwei Zweidimensionalitäten, auf x Quadrat, y Quadrat. Es ist eine neue Physik, die alles Bestehende in der Physik gleich lässt, bloß vervollkommnet. Und dann werden die schwarzen Materie und die weiße Materie und die schwarzen und die weißen Löcher waren extrem sinnvoll. Das schwarze Loch ist All oder L ausgesprochen. Und das weiße Loch ist Le oder La ausgesprochen. Implosion, Explosion. Die Vorstellungen, die du aufbaust, auch von der DNA, von den Viren, das sind alles Sackgassen. Es ist eine Petitio Principi, dass das komplette religiöse und naturwissenschaftliche Wissen auf Vorstellungen aufbaut, die du als Ding an sich gar nicht entdecken kannst, wenn du nicht vorher das Wissen hast. Im Anfang ist das Programm und nicht irgendeine Welt da außen in der Vergangenheit, wenn du jetzt diese historische Geschichte der Menschheit siehst. Und das sind so viele Widersprüche, wo dann darauf hingewiesen in einem Video über diese vergangene, zerlogene, zerdachte Geschichte, wo gelogen wurde bis zum Es geht nicht mehr in der Vergangenheit, ist ein Blödsinn. Es ist das, was du jetzt denkst aufgrund von Worten, weil du was gelesen hast. So einfach mache ich das mit Holofeeling. Du liest ein Geschichtsbuch und baust aufgrund dieses Geschichtsbuches dieser Worte eine Vorstellung, die du jetzt aufgrund von Worten in deinem Kopf erschaffst und in die Vergangenheit denkst. Und du lebst in dem Wahn zu glauben, dass das, was du jetzt denkst, diese Information als Ding an sich, dass das schon in der Vergangenheit war, bevor es dich gegeben hat. Das ist deine absolute Selbstentgeistigung. Das heißt, ich kann nur den Geist wach machen, die Möglichkeit geben, wach zu werden, der mich jetzt sprechen hört. Und da ist wirklich nur ein einziger. Der Holger hört mich nicht, den gebe ich keine Chance. Der Folger genauso wenig. Holger und Folger, passt doch schon irgendwie. Wo ist der Unterschied? Die Ariane Ulrich, die hat es natürlich wesentlich besser, weil da der Ari schon drin steckt und die Antwort mit drin steckt. Wie ist das Ari als 70, 50, 5? Es ist natürlich auch die Qual und das Misshandeln mit drin, wenn der blaue Bereich mit reinkommt und dann haben wir verbundenes Licht und dann haben wir unser Ich, den Kopf des Ich. Und das ist ja, wie wir wissen, das Ulrich ist ja das Geruch. Das hebräische Wort Arichet. GE-Quadrat ist Ruch, ist Geist. Ich habe mir gedacht, ich drehe das einmal rum, dass ich die Frau zum Geist mache und die zwei Männerbrösel mache ich zu Informationen. Ja, so ist das Spiel des Lebens. Aber was ist mit deinem Namen? Wie nennst du dich selbst, wenn du an dich denkst, an den Trockennasenaffen? Du hast doch auch einen Namen. Du wirst dich wundern, was in deinem Namen alles drinsteckt. Deine ganze Lebensgeschichte ist drin, in deiner Radix. Dein Geburtsort, dein Geburtsdatum, die geografischen Daten auf dem Punkt genau, wo du geboren bist. Es ist eine Zahlenstruktur, aus der dein ganzes Leben entspringt, der Traum entspringt, so wie ein Computer animierter Film. Das ist das, was Holofeeling kann. Es ist nicht nur der reine, bloße Glauben, wir leben in einer Matrix und bin im tiefsten Inneren nach wie vor nur tiefgläubiger Materialist, versucht man Säugetierkörper möglichst lang am Leben zu halten und glaube an eine Welt da außen, die schon da war, bevor es mich gegeben hat. Dann hast du von dem Symbol der Matrix, der Gebärmutter, den Geber, den Gabriel, den Befruchter Gottes, dem Vater von Jesus und Johannes des Täufers, wenn du dein Neues Testament liest, rein eine symbolische Märchengeschichte. Und das Wertvollste, was du besitzt, sind die Märchen und die Sprichwörter. Und Märchengeschichten sind auch deine Geschichtsbücher. Lernst du davon? Habt ihr denn von eurer Vergangenheit überhaupt nichts gelernt? Aber wer soll denn lernen? Die Figuren, die Menschen, die du dir ausdenkst, meinst du die Nachrichtensprecher, die Journalisten können was lernen? Der Einzige, der lernt, ist der Geist hinter den Masken. Und jetzt kommt das Schöne, dass das immer derselbe Geist ist. Das ist meine Sache, der vorm Bücherregal steht, dieses JCH, wird zu einem roten Ich, zu einem Geistesfunk, sobald er in eine dieser Rollen reinschlüpft. Und dann wird dir irgendwann einmal die Erbärmlichkeit bewusst, was für eine Seite du eigentlich, was du dir selber in Form von anderen Inkarnationen antust mit dem, was du zurzeit machst. Ich mache dich zum Richter über alles und jeden und verstrecke all diese Richtersprüche an dem, je nachdem, an den, den du jetzt zu sein glaubst. Also es ist sehr, sehr wohl, sich da rauszuhalten aus der großen Welt und nicht mehr zu urteilen und zu richten. Richte nicht, damit du nicht selbst gerichtet wirst. Vergebe.
ist es so schwer, einen Gedanken, den du hier und jetzt in dir erschaffst, ich nenne den Gedanken einfach mal Mensch. Du erschaffst jetzt einen Menschen und du denkst dir, was er getan hat oder was er tut, was dich mit deiner jetzigen Logik vielleicht in Entsetzen versetzt. Wohlgemerkt, der Gedanke, den du selber denkst, es ist doch nichts anderes. Du liest doch eine Zeitung und dann schaust du Worte an und dann tauchen Menschen in dir auf aufgrund dieser Worte und dann bist du oft erschüttert, dich gruselst förmlich. Es kann Hass in dir hochkommen, Verzweiflung. Es sind doch aber alles Gedanken, die du selber in dir erschaffst, in einem riesen komplexen Spiel von Aktion und Reaktion. Ich rede mit einem Geist, einem träumenden Geist. Ist es so schwer, all diesen Menschen, sprich Gedanken, die du denkst, zu vergeben? Ich nehme alle Schuld auf mich. Ihr könnt ja gar nichts dafür, dass ich euch so denke. Jetzt wirst du langsam ich. Und dann wirst du nicht mehr müde, nicht die Gedanken wach zu machen. Gedanken kannst du nicht wach machen. Aber den, der du selbst bist, wenn du noch in einer Vereinzelung, in dem Wahn lebst, du meinst, du müsstest mein erstes und mein zweites göttliches Gebot brechen. Du bist ein Gotteskind. Mach dir kein Bild von Gott, heißt, mach dir kein Bild von dir selbst. Es ist unmöglich, dass du als Geist in irgendeiner Form an dich denkst, ohne dich im selben Moment sowas existieren, zu einem Tier zu machen. So eine Information von dir selbst, die aber wieder mit dem nächsten Gedanken schon zerstört wird. Das ist das Bild von dem, der immer ist und den ständig wechselnden Gedanken will. Die sind auch ohne Anfang und Ende, wenn du irgendwann einmal begreifst, und da hätten wir jetzt diese Worte gerade noch weiter mit dem Trauma verfolgen können, da wirst du nämlich feststellen, dass das so abgefahren ist, und da kommst du dann in die Langsamkeit, zeige ich dir. Wenn du nicht mehr lichtgeschwind denkst, verlierst du dich schon in der raumzeitlichen Welt. Du denkst im Meer mit Lichtgeschwindigkeit. Es gibt keinen Raum und keine Zeit in dir selbst, aber um dich herum, ausgedachterweise, aber immer nur dann, wenn du das denkst. Du denkst jeden Gedanken jetzt und du zerstörst jeden Gedanken jetzt. Das ist dieses große Prinzip. Und was du jetzt denkst, wird erst zu einer Anschauung. Wenn du mein Diapositiv-Diapositiv-Beispiel auseinanderreißt, das heißt, wenn dein roter Kopf kaputt geht, du dir eine Seite davon anschaust. Und dann kriegst du ein todbringendes Verbrechen. Aber Tod ist T-O-T. Das ist das hier. So viele. So viele Gedanken werden immer im Hier und Jetzt. Und alle gleichzeitig eins gemacht in mir. Einheit. Das ist das Spiel der Sprache. Und da muss man nicht viel wissen, wissen. Es geht hier wirklich nicht um Elektron. Betone ich immer wieder, ich bin der Erste. Wenn du meine Gedankengänge mitgehst, teile ich jetzt in zwei Hälften die einfachen Aussagen. Kann jedes 13-jährige Kind hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen. Das heißt, wie geistlos ist einer mit einem Professor- oder Doktortitel, wenn du diese Rolle spielst und du willst es nicht akzeptieren? Du demonstrierst dir dann selber deine eigene Arroganz, deine Besserwisserei. Und dann wirst du leiden, selig die, die sich nicht mit irgendeinem Gedanken, mit einem Titel verwechseln. Und es ist ein leichtes, wenn ich immer sage, wenn du selbst ehrlich bist, schau doch in dich rein, wie weißt du von deinem eigenen Fachgebiet. Wenn du dich jetzt als Fachmann siehst, diese Widersprüche als Mediziner, was ist dein Wissen als Ding an sich? Geistlos nachgeäfftes, in dir selbst verwirklichtes Wissen. Du verwirklichst doch die Krankheiten, die du dir ausdenkst, die es gar nicht geben würde, wenn du sie nicht denkst. Was zwingt dich, das zu denken? Ich. Auf das du dein eigenes Denken überprüfest, ob das schon besonders geistreich ist, was du denkst. Ich sage jetzt nicht, es geht nicht mehr darum, dass man sich keine Krankheiten mehr ausdenkt. Keine Verbrecher mehr ausdenkt, keine Kriege mehr ausdenkt. Weil sobald du ein einzelnes Puzzlestückchen wegnimmst, fällt das ganze System der Heiligkeit in sich zusammen, ohne dass es jemals zusammenfallen kann. Weil etwas, was in sich zu einem absoluten Nichts zusammengefallen ist, der Urknall, bevor er geknallt ist, kann nicht zusammenfallen. Nichts kann nicht vernichtet werden.
Ich kann aber aus dem unendlich viele Aspekte und andere Weltenvorstellungen herausgenerieren. Aber dazu brauche ich einen anderen Intellekt, ein anderes Programm. Und um das nochmal zum 100. Mal anzusprechen, wenn du jetzt ein bisschen eine Ahnung hast vom Computer und dir ist klar, was du mit einem Basic-Betriebssystem alles auf dem Bildschirm zaubern kannst. Nicht allzu viel. Zwar unheimlich viele Variationen. Ich kann mit Basic auch unendlich viele Programme laufen lassen, aber sie sind von der grafischen Darstellung und von den Geräuschen extrem limitiert. Auf Grundfarben, auf synthetische Geräusche ganz primitiv. Was kann ich mit Windows machen? Oder mit OS 2 oder Linux, mit höherwertigen Betriebssystemen? Mit VR-Brille kann ich fotorealistische Welten erschaffen. Und ich betone immer wieder, das Wissen deiner jetzigen Menschheit, das komplette Wissen deiner Menschheit, ist für mich basic. Und ich will dich in die Welt von Windows, von Linux führen. Das heißt, du kannst nicht von unten nach oben sehen. Versuche es erst gar nicht. Das Spiel haben wir doch schon in der Entwicklung des Menschen. Wie oft weise ich darauf hin? Du kannst einen Vierjährigen oder einen Dreijährigen, einen Zweieinhalbjährigen, der noch in die Windeln macht, der Angst hat, der sich in die Hosen scheißt, den kannst du überhaupt nichts erklären von Sexualität. Der wird die Worte gar nicht mitkriegen. Der hört zwar die Geräusche, hat aber keine Vorstellungen. Und selbst wenn du dann 8 oder 9 bist, kann man dir schon was erzählen von Sex und von Liebe und Orgasmus. Es wird trotzdem nicht in deiner Welt empfindbar existieren können, bis du über die Pubertät gehst. Und dasselbe sage ich dir und jetzt sage ich, bevor du nicht wirklich über die Wechseljahre, These, Geburt bis zur Pubertät, Antithese, die Geschlechtsreife, bis zu den Wechseljahren. Und wenn du jetzt wirklich über die Wechseljahre drüber gehst, geht dir das ganze Zeug am Arsch vorbei, dann fängst du an, dich für dich selbst zu interessieren. Für das, was du bist. Das ist der Sinn des Lebens. Solange du in diesen Phasen noch nicht bist, kannst du dich auch schon dafür interessieren. Aber es ist halt das Spiel, das Interesse allein macht es nicht. Wenn man dann durch die Stadt geht als Männchen zum Beispiel und immer noch magisch angezogen ist von einem weiblichen Wesen. Und dann kriegst du um dich herum diesen riesen Genderwahn zu zeigen, dieses Entheiligen von Menschen. Das ist das Volk, ist der tiefste Stand von den Geistigen, den wir zurzeit haben. Dieser Hochstand. Geh doch jetzt einmal in deinem Traum durch deine Stadt und schau die Menschen, die glotzen alle bloß noch in ihre Handys rein und effen nach. Die Welt interessiert doch die offensichtlich nicht. Haben wir natürlich auch viele Zeiten wieder. Kann ich positiv sehen und kann das negativ sehen. Bin ich auch reichlich drauf eingegangen. Aber das ist zweitrangig. Viel, wie ich dick, ER-Quadrat. Viel wichtiger ist, wer erlebt es? Wer erlebt diese Filmbilder? Das ist, wie ich dick, ER. Du und ich. Eigentlich erlebe ich bloß ich. Weil ich und ich, J-C-A-I-C-A, ist dasselbe ich. J-C-A, ich kann nichts erleben ohne dich. Aber du wiederum nicht ohne mich. Das ist die Frage, bist du ein bewusster Leser eines Romans? Erleben die Figuren, die du dir ausdenkst, was? Oder erlebt es der Leser? Aber der Leser ist jetzt ja auch was Ausgedachtes. Der ist ja genau genommen auch irgendetwas Ausgedachtes. Wer denkt sich jetzt das aus? Wer denkt sich einen Denker aus? Der Denker denkt sich was aus. Aber die muss glauben, dass dieser Denker oder träumende Geist oder Leser ja auch was Ausgedachtes ist. Das ist unser Spiel mit dem ausgedachten Gott. Es erlebt letzten Endes nur Gott. Aber dieser Gott, den wir uns jetzt denken, ist nicht Gott. Der ist Gedanke von einem Gott. Und wer denkt sich diesen Denker aus? Ja, ich. Merkst du, das ist das Große, was für ein Ich bist du? Das ist kein esoterisches, religiöses Geschwätz. Das ist das, was jeder 13-Jährige sofort für sich selber nicht empfinden kann. Empfinden nicht. Aber dann doch wieder, was bedeutet eigentlich empfinden? Ich gehe mal ganz kurz auf das griechische Wort Empathie ein. Das habe ich so oft gesagt, in den Wörterbüchern steht immer Mitgefühl. Ich sage, das ist falsch. Weil Empathie heißt nicht Gefühl, sondern Leid. Sympathie heißt Mitleiden, Apathie heißt Nichtleiden und Empathie, Empathie bleibt Leid. Was ist M? Das kommt von Emos, das heißt mein. Mein Leid. Was ist dann Empfinden? Es ist mein Finden.
Was findest du dann? Das Einzige, was du vorfindest, sind deine selbst ausgedachten Gedanken. Und die befinden sich alle in dir selbst. Egal, wo du die jetzt unbewusst hindenkst, das sind trotzdem bloß hier und jetzt deine Informationen. Das ist die klarste Form von Aufklärung, die es überhaupt gibt. Jenseits verkopfter Religion oder Naturwissenschaft oder Psychologie, die dir erklären, was dein Gehirn alles macht in der und der Situation. Ein Gehirn macht das, was du dir denkst. Aber es existiert nur, wenn du es denkst. Das heißt, deine Informationen können in einem Gehirn, das du dir gar nicht denkst, gar nicht drin sein. Und das ist ja der meiste Fall. Das, was du glaubst, dass das ja alles ich, mich gibt es ja nur, weil dort dieser Körper und das Gehirn da ist, der die meiste Zeit nicht existiert. Diese vielen Beispiele, wenn du anfängst, ein Buch zu lesen und du beobachtest dich dabei. Du kannst nicht beobachten, wie sich dein Körper und das Buch auflöst und du gar nicht mehr mitkriegst, dass du da sitzt und umblätterst, was natürlich jetzt der Fall ist, weil wir dran denken. Aber ist das auch der Fall, wenn du einen spannenden Roman liest? Du hast jetzt ein richtig spannendes Buch, wo du praktisch in eine Geschichte hineinfällst. Wir sagen, das Ding hat 600 Seiten. Von den 600 Seiten, wenn du umblätterst, wie viel Mal kriegst du das mit? Wie viele Seiten umblättern ist bei dir bewusste Information, während du das Buch liest? Deine Logik sagt ja jedes Mal, ich muss ja umblättern, sonst könnte ich ja nicht lesen. Diese schöne Sache, du fängst zum Lesen an, irgendwas passiert in deinem Kopf und plötzlich macht es Klingelingeling, was nicht zur Geschichte gehört. Du steckst hoch, sitzt da, hast der Buch in der Hand, du bist auf der Seite 100. Hast du 50 Mal umgeblättert? Deine Logik sagt selbstverständlich. Ich sage, das ist logisch, aber nicht geistreich. Du wirst irgendwann begreifen, nichts ist logischer Lügen, mehr Lüge wie das, was deine Logik dir vorkaukelt. Das beginnt schon, ich wurde von meiner Mutter geboren, ich brauche Geld zum Überleben. Wenn ich meinen Job verliere, habe ich kein Geld mehr und dann fliege ich aus der Wohnung raus. Ich sage, stimmt, wird alles passieren. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Dass die Ursache für das, was du erlebst, dein Glaube ist, dass sich nur dein Glaube in dir verwirklicht, das kriegst du gar nicht mit. Ändere doch endlich deinen Glauben. Was ist der Glaube? G-L-A-U-B. Tausendfach erwähnt, das ist das, was du beschwörst. Kannst du beschwören, dass da außen Coronaviren gibt? Kannst du beschwören, dass die Krankenhäuser voll sind? Kannst du es beschwören oder kennst du es nur vom Hörensagen? Kannst du beschwören, dass du von deiner Mutter geboren wurdest? Mit wem rede ich jetzt eigentlich? Rede ich jetzt mit einem Trockennasenaffen oder rede ich mit einem Geist? Du merkst die Probleme der Menschheit, deine persönlichen Probleme. Ich kann es nicht lassen, dich wieder darauf hinzuweisen. Zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Wenn du jetzt noch in dem Wahn lebst und sagst, das geht nicht, hast du nicht richtig zugehört. Wenn du die Lösung siehst, zaubert sie dir ein Lächeln ins Gesicht. So wie gerade bei der Ariane, bei dem Pixelmännchen. Es gibt unendlich viele Lösungen. Aber einseitige Rechthaber, die nur eins für richtig halten wollen, eins für möglich halten wollen und im Normalfall eines normalen Affen wird die Frage, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen, zuerst einmal beantwortet, das geht nicht. Dazu brauche ich ja vier Striche. Ich sage, das bezweifelt ja keiner. Ist doch klar, dass ein Quadrat aus vier Strichen besteht. Ich habe aber nicht gesagt, dass du ein Quadrat aus drei Strichen bestehen zeichnen sollst, sondern du sollst ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Ein feiner Unterschied, merkst du das? Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Und das ist jetzt der große Witz dabei. Ich sage, all deine persönlichen Probleme und Ängste und damit die Ängste der Menschheit, die du dir ausdenkst, weil die Menschheit, die du dir ausdenkst, leidet an den Problemen, die von dir gedacht wird. Wobei jetzt genau genommen diese Menschheit nur in dem Augenblick existiert, wo du dir überhaupt eine Menschheit ausdenkst, weil eine Menschheit, an die du nicht denkst, existiert auch nicht. Weil prinzipiell für dich nur das existiert, was du jetzt denkst. Und dann schaust du auf den Monitor und dann sind da Worte drauf. Oder du hast eine Zeitung vor dir und dann sind Worte drauf. Und dann legst du diese Worte einseitig aus und das macht in dir Vorstellungen, was du dir ausdenkst. Was alles nicht existiert, wenn du es nicht denkst. Jetzt ist die Hartnäckigkeit. Ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, was ist eine Illusion?
Das Buch Die Physik im Nullpunkt Gottes, Beiwerk von den Ohrenbohrungen, wird es genau erklärt. Wir können direkt in Wikipedia reinspringen. Ich zeige das immer und immer wieder. Wenn die hier und jetzt sagen und Dinge siehst, die überhaupt nicht da sind. Ihr Menschen seht laufen, sagen die jetzt, hier und jetzt überhaupt nicht existieren, außer in eurem Kopf. Was ist die Ursache, dass ihr euch das denkt? Ihr schaut Worte an und legt die einseitig aus. Und damit brichst du das zweite Gebot. Du machst dir ein Bild von oben, einen heliozentrischen Weltbild und Planeten und Galaxien. Hat noch nie irgendein Mensch gesehen. Ich sage, zeig es mir auf deiner Farbbrille. Zeig mir auf deiner Farbbrille, dass sich Sterne bewegen. Ja, wir kennen doch Zeitrafferaufnahmen. Ich sage, alles unheimlich logisch. Alles logische Konstrukte. Du wüsstest nicht das Geringste davon. Und jetzt kommen diese Märchengeschichten, wo natürlich immer noch in die Vergangenheit gedacht werden, dass da plötzlich Darwinismus zum Beispiel, einer der größten Lügen der Menschheitsgeschichte überhaupt, mit was für einer Arroganz belächeln jetzt sogenannte naturwissenschaftlich geprägte geistlose Zombies. Zum Beispiel die Kreationisten in Amerika, diese christliche Sekte, die sagt, Darwin ist eine Lüge. Mit einer riesen Arroganz man die belächelt, weil wir wissen ja. Was weißt du eigentlich? Du weißt, dass geistlos nachgeäffte Wissen deiner Lehrer und Erzieher. Und dann stellst du plötzlich in den chronologischen Büchern fest, dass Höhlenmalereien erst nach Darwin entdeckt wurden. Und plötzlich muss man die Höhlenmalereien, die ja schon Jahrtausende, hunderttausenden Jahren angeblich schon in der Höhle drin sind, müssen plötzlich unheimlich geschützt werden, dass sie nicht in kürzester Zeit vergehen. Sag mal, was das die gibt, gehen sie offensichtlich, löschen die sich selber aus. Übrigens auch alle Dinosaurierknochen, du wirst in deine Zeitgeschichtsbücher nicht finden, Knochen von Dinosauriern wurden erst entdeckt nach Darwin. Vorher hat keiner Dinosaurierknochen entdeckt. Aber das ist alles Konstrukte, Worte aus das Buch heraus, Informationen, du formst nur hier und jetzt deine Gnädigen. Warum gibst du mir meine ich nicht den Udo, sondern mich, JCH, warum gibst du mir nicht die Chance, dass ich dir einen vollkommen neuen Traum einspiele? Ich werde es nicht machen, bevor du nicht diese Grundlage selbst erkennst, diese Grundlage des Wahnsinns, den du zurzeit anhängst. Und dazu musst du akzeptieren, dass nicht so niemand, den du dir jetzt ausdenkst, bei diesem Spiel, bei diesem Weggang, bei diesem Wachwerden überleben wird. Einseitige Aussage, vorsichtig. Selbstverständlich bist du in der Lage, in der nächsten Ebene die wiederzuholen. Aber du wirst feststellen, das macht auf die Dauer keinen Spaß, wenn ich nämlich einen Charakter, eine Figur in meinem Traum vollkommen durchschaut habe. Macht es keinen Sinn, die länger am Leben erhalten zu müssen. Und du hast eigentlich nur einen allereinzigen Charakter in dir zu durchschauen, nämlich deinen eigenen. Der ist nämlich die Grundlage für all die gespiegelten, herausgespiegelten Charaktere, die du jetzt die anderen nennst. A, N, D. Das heißt, du musst nur deinen eigenen Charakter durchschauen. Der ist nämlich, dieses Programm ist die Grundlage für all die Menschen, die aus dir entspringen. Die Menschheit, die Trockennasenaffe. Affen auf der Welt, auf einer Erdkugel. All das Ganze entspringt deinem Charakter. Abi, A-B-I. Das schöpferische Wissen deines Intellekts. Und wenn du den durchschaut hast, dann kann ich dir vollkommen ein neues Programm einspielen. Das ist die Sache, wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, kriegst du von mir ein neues. Aus den Buchstaben wird ein Wort. Ein doppelt aufgespannter Ort. Da hast du nicht mehr das Bedürfnis. Da ist immer noch so dieses, ja, wenn ich jetzt dann in der nächsten Welt bin, bin ich ja immer noch derselbe Trockennasenaffe. Nee, das bist du eben nicht mehr. Dann bist du ich, dann bist du Sascha Ma. Der Germane, Germain, Sascha Main schreibt sich Main. Dann bist du vom Nicht-Existierenden, der du selbst bist. Dann wirst du ich. Nomen ist Omen. Und genauso ist es jetzt schon wieder in unseren 3x3 Wachstumsstufen. Du musst nicht deine Kindergartenfreunde, musst du nicht möglichst lang am Leben halten. Das kann sein, dass da vielleicht einer überbleibt, das ist höchst unwahrscheinlich. Oder deine Schulfreunde, das löst sich meistens schon in der Zeit auf. In diesen Wachstumsstufen selber wirst du feststellen, dass du im Rentenalter andere Freunde hast wie in der Schule. Es gibt natürlich auch hier wieder, ich betone, Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Hast du als Holger irgendwie noch das Bedürfnis, irgendwelche alte Schulfreunde von dir kennenzulernen?
Es löst sich auf, es löst sich im Nichts auf. Lass die Verwandlung zu. Was ist, wenn du in einem Klüngel bist, in einer Sekte, wir Freunde, in einer Partei, die Partei am Leben machen? Geistloses GF. Was stellst du dann fest, hier dieses Postengeschachere, wie viele Fehler muss ich dir noch einspinnen, ob du jetzt die ganzen Ministerposten ohne irgendeine Qualifikation? Deine Welt, deine Regierung besteht mehr oder weniger aus Vollpfosten. Ich sage immer gerne das Wort Vollpfosten. Aber da müssen wir uns jetzt erst einmal das Pfosten, wenn du meinst, das ist eine Beleidigung, bist du schon wieder extrem einseitig. Wobei ich jetzt das eindeutig als Beleidigung meine. Ich meine jetzt ganz gezielt eine Aussage. Ich kann das natürlich auch positiv sehen. So wie jede Kleinigkeit, ob das das hier ist, so rückwärts gelesenes Rai, He, das ist die Dora. Hier ist diese Rai, He. Das hier kann man natürlich auch, ob ich jetzt gemacht, hier H-I, E-R Quadrat, er. Die Quintessenz Gottes ist er. Das hast du und ich. Du und ich, nicht in Bezug auf irgendwelche ausgedachte Figuren, sondern auf das rote J-C-H-I-C-H in unseren vier Stufen. Die ersten zwei J-C-H-I-C-H steht gegenüber das große blaue Ich und das kleine blaue Ich. Und so wie sich hier der Komplex des großen blauen Ich, des Menschen, so einen einzelnen Körper, wo du sagst, das bin ich, verhält sich das JCH mit dem Roten. Wo ich sage, zurzeit bin ich das rote Ich, das ich Geistefunken nenne, der jetzt dieses Gespräch erlebt in Maßsetzung seines Programms, seines blauen Ich. Das sind ganz einfache Worte, leicht zu verstehen. Und das ganze Spiel spielen wir heute am 19.09. Das ist der göttliche Spiegel mit seinen Spiegelungen. Und das 2021, das 21 liest du einfach 2-1, das heißt, wie es mehr oder weniger in dir hochkommt. Aber dieses Kommen, Co, MMEN, zusammengeschmissene 2MM, das ist unser MIM, unser MEMIM oder MOM, die Fehler. Interessant, MIM, die Gestalt im Meer, das IM ist das Meer. Oder 2 M's ist dann Mom, das ist der Fehler. Das ist das, was um dich herumrollt. Das goldene Kalb, um das ihr herumtanzt. Das Geld. Das Geld ist eine ganz große Sau. Aber den kann man wieder positiv und negativ lesen. Das ist nämlich auch wieder das Sus. Sus Pferd. Hebräisch. Aber was ist das Sus Lateinisch? Das Schwein. Aber das Schwein beginnt wieder mit Schwa. Schwa ist nichts. Ein Nichts schaltet sich ein, weil das nämlich so ein Nichts ist. Das war ja, Holger, was dich, Folger, Entschuldigung, was im Folger so fasziniert hat, weil ich sage, die Primzahlen beginnen eigentlich bei plus 1, minus 1. Und das ist nichts. Die 0 ist die 1, das Uni. Das Universum, das in 1 gekehrt ist. Und das Ganze, was wir jetzt brauchen, wir müssen nur reden, dass wir letztendlich in der Entropie leben. Jetzt muss ich natürlich, schaue ich in Büchern wieder nach, was bedeutet in der Physik Entropie. Ich sage dir, nichts ist verkehrter übersetzt wie Entropie. En heißt inmitten, Tropos. Tropos ist der Wendepunkt. Aber es geht hier, W, wissen wir, das W ist das polare Ende, das letztendlich in einem W-Endepunkt, ein Wendepunkt. Es wendet sich ständig um den Punkt herum, das nur der Punkt erlebt. Der Punkt ist absolute Nichts. Letztendlich erlebt, ich sage mal immer physikalisch, die Uhr mal bevor er geknallt hat, der seinen Zustand nie verändert, etwas, was aus ihm herausknallt. Aber unser Knall beginnt schon wieder mit Ken, das Fundament. Und da wissen wir, das heißt, etwas sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Das Denken übrigens, denn kennen, bin ich so oft drauf eingegangen, die geöffnete Existenz, sprich das Urteil, diese Fundamente, die du in dir aufhörst, kommen von etymologisch von dem Wort dünken. Mir dünkt das. Dünken heißt, mir schwant etwas vor, schwa. Es schwant mir vor. Was ist ein Schwan? Ein weißer Vogel. Ein großer weißer Vogel. Da steckt der Wahn schon irgendwie mit drin, wenn du jetzt zuhörst.
Nomen ist Nomen. Wenn was gleich klingt, hat es miteinander zu tun, auch wenn man sehr unterschiedlich schreiben kann. Das, was du jetzt hörst, ist ein W-Ort, Schwall, Schwa. Immer wieder dieses Schwa, logisch aufgespannt. Spannst du schon logisch doppelt auf oder nur einseitig? Da, wie war das so schön, ich bin nicht da, um dich heilig zu machen, ich will dich verwirren. Weil erst wenn du verwirrt bist, fängst du an, dich neu zu sortieren. Wenn du meinst, du bist schon sortiert, dann gehörst du zu einer gewissen Sorte von Lebewesen, die alle vergänglich sind. Zu den angeblich vernunftbegabten Lebewesen. Nichts ist vernunftloser wie das, was du Homo sapiens lernst. Und ich zitiere jetzt zum Abschluss nochmal was, das ich sehr oft zitiert habe aus den Ohrenbarungen. Da kommt ein kleiner Satz, der heißt, dein geistiges Wachwerden, das tue ich jetzt etwas freier übersetzen, dein geistiges Wachwerden beginnt in dem Augenblick, wo du, Geist, erkennst, dass das Pathologischste, das Krankhafteste, was überhaupt in dir drin ist, das ist, was du bist da. Du bist zu dem Moment, wo du dich wieder an dich selbst erinnerst. Mein gesunder Menschenverstand genannt hast. Das ist die Ursache für jegliche Form von Krankheit in dir. Weil das so weit weg ist von Heiligkeit. Weil gesund ist das Gegenteil von krank. Und es ist genauso einseitig, wenn du das kann man positiv und negativ reden. Nichts ist trügerischer, wie gesund zu sein. Weil solange du chronologisch denkst, postulierst du damit als Nächstes schon wieder deine Krankheit. Das ist das, was ich mit der Bergpredigt hinweise. Selig die, die jetzt klein sind, krank sind, hungrig sind und nichts besitzen. Die kriegen von mir alles. Aber wehe die, die jetzt gesund und mächtig sind und reich sind. Die stürzt sich in das absolute Gegenteil von dem, was sie zurzeit haben. Solange bis du nicht mehr das Oben und das Unten anstrebst, sondern die absolute Mitte. Die Mitte, aus der alles entspringt. Und dann wirst du wie ich dick. Dann wirst du zu dem Mittelpunkt, der ewig ist, aus dem alles kommt. Du wirst dann schlichtweg und einfach zu einem bewusst träumenden Geist. Das muss gut sein. Dass du eigentlich schon bist. Dann, wenn du erkennst, dass du im Meer bist, wie dein Vater UB 86 LAU. Und tschüss.